Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 23 Tage bis Ostern, 40 Tage, 40 Menschen, 40 Gelegenheiten, um Zeit mit dem Menschensohn zu verbringen, der dich ruft, der dich gerufen hat, so wie er Samuel gerufen hat. Und das ist einer meiner Lieblingsstellen im Alten Testament. Der Herr trat herzu und rief: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Diese Stelle hat mich schon immer sehr bewegt. Hannas Gebet wurde erhört. Sie hat ihren Sohn Samuel zur Welt gebracht und wie versprochen wuchs er beim Priester Eli auf. Und er sollte, so wie versprochen, im Tempel aufwachsen und Gott dienen. Und er ist dieser Berufung, die durch seine Mutter auf sein Leben gelegt worden ist, in aller Treue gerecht geworden bis ins hohe Alter. Er war der letzte Richter, nicht nur Prophet, sondern Richter des Volkes Israel. Doch als er in hohem Alter seine eigenen Söhne zu seinen Nachfolgern eingesetzt hat, da wollte das Volk nicht so recht, denn diese Söhne sind nicht so gottesfürchtig gewesen wie Samuel selbst. Und das Volk rief und wollte unbedingt einen König haben. Samuel war nicht begeistert, Gott auch nicht. Und doch, Gott geht auf den Wunsch des Volkes ein. Samuel warnt sie, Könige sind insofern korrupt, als dass sie immer einen großen Hofstaat brauchen, dass sie das Beste des Landes, die besten Männer und Frauen für sich vereinnahmen. Wollt ihr das wirklich? So wie alle anderen Völker? Ja, sie wollten. Und so, in göttlichem Auftrag, salbt Samuel Saul zum ersten König, der nicht hört und umsetzt, was Gott ihm sagt. Deswegen bekommt Samuel eben auch den Auftrag, den zweiten König zu salben, David. Das Entscheidende bei Samuel ist, dass er gehört hat. Ich habe von einem Pfarrer gehört aus der ehemaligen DDR, wie eine Besuchergruppe seine Kirche besucht hat. Und da war eben auch ein kleiner Junge mit dabei, mit seinem Freund, und er zerrt ihn da rein in dieses Gebäude. Und der Freund fragt: Ja, was ist das denn hier? Und da sagt der Junge leise, aber hörbar: Psst, still, hier wohnte früher einmal der liebe Gott. Man denkt, mit so einem Kirchengebäude oder einem Gemeindehaus, da hat man etwas Greifbares in der Hand. Und doch ist es immer wieder möglich, in so etwas Greifbarem wie einem Kirchengebäude, einer Kirche, im Leerlaufbetrieb zu sein. Hier wohnte einmal der liebe Gott der Liebe, der dich anspricht, der die Menschen anspricht, aber die Menschen, die wollten es nicht immer so hören. Und ich hoffe und bete, und vielleicht betest du auch dafür, dass wieder mehr Menschen den Ruf Gottes, den sie gehört haben in ihrer Taufe, dass sie diesen Ruf erwidern und den Auftrag, den Jesus Christus ihnen gegeben hat, die frohe Nachricht weiterzusagen und vor allem die Liebe zu leben, dass sie diesen Auftrag für sich hören, annehmen und leben in seiner Fülle. Gott ruft. Er ruft in dem Fall den Samuel nicht nur einmal. Er ruft einfach aber den Namen Samuel. Insgesamt 5-mal. Samuel war davon überrascht. Er kannte dieses Reden Gottes nicht. Kennen wir
Das Reden unseres Herrn, das Reden in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Manche kennen es vielleicht wieder so gut, dass man sich fragt, was hören die da eigentlich? Aber weißt du, als du getauft worden bist, da hat durch den Pfarrer oder die Pfarrerin Gott dich beim Namen gerufen, so wie Samuel gerufen worden ist. Und dabei geht es nicht um eine Spezialoffenbarung, die Gott den Propheten im Alten Testament gemacht hat, wie Samuel oder Jesaja. Oder auch nicht um ein spezielles Reden, das nur Apostel bekommen würden wie Petrus oder Paulus. Und wir anderen Christen, wir laufen mit oder wir laufen hinterher nach dem, was sie mal irgendwann gesagt haben. So, als ob wir keine persönliche Begegnung mit Gott bräuchten. Nein, wir sind berufen und gerufen und brauchen dazu keine Spezialoffenbarung. Aber es ist so wichtig, dass dieser Ruf, der Gott ausgesprochen hat, dass er in deinem Herzen landet und verankert bleibt. Denn Martin Luther formuliert es so in der Auslegung des Katechismus: Er hat auch mich berufen durch das Evangelium, mich persönlich. Samuel hat viel erlebt in seinem Leben. Er ist alt geworden, er hat Höhen und Tiefen gehabt, sah Gutes und Böses. Einiges konnte er vorausahnen, anderes nicht. Aber in allem war er ein treuer Diener Gottes. Der heutige Auftrag lautet: Lies 1. Samuel Kapitel 3 und 8 und besprech mal mit Jesus, welche Menschen du kennst, die über lange Zeiträume treu zu ihrer Gemeinde gestanden haben. Danke für diese Personen. Erinnere dich an deine Taufe, und da du es wahrscheinlich nicht kannst, weil das eine Babytaufe vielleicht war, dann stell dir vor, wie es gewesen sein könnte, als der Pfarrer oder die Pfarrerin dich getauft hat und als durch ihn Gott gerufen hat, deinen Namen, und über deinem Leben ausgesprochen hat: Du bist mein geliebtes Kind. Stell dir vor, er ruft zweimal deinen Namen und sagt dir: Du bist mein geliebtes Kind. Das wird deinen Glauben stärken. Und zu der Zeit, als der Knabe dem Herrn diente unter Eli, war das Wort des Herrn selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und so bitte ich dich darum, dass es eine neue Offenbarung gibt in den Herzen der Menschen. Eine Offenbarung dessen, was Jesus Christus uns offenbart hat, nämlich die Liebe Gottes, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Und so wünsche ich einen gesegneten Tag und ja, schaue auf die Uhr. Heute war es ein wenig länger, aber mir wirklich ein Herzensanliegen.